Jetzt Alessandro. Chiellini. Marchisio. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Jetzt hat er den Ball wieder. Guarin. Der Ball kommt gut. Klasse geklärt hier von Buffon. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Guarin. Da kommt der Schuss. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Kedira. Marchisio. Und nun Alessandro. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt es noch extra. Jetzt Pereira. Mandzukic. Santon. Felipe Melo. Es sieht gut aus, es sieht sogar richtig gut aus in diesem Viertelfinale. Kann man wohl sagen, Wolf, Sie liegen vorne und wenn Sie so weitermachen, dann wird's was mit dem Halbfinale. Weiter geht's in der Copa Nazionale. Weiter geht's mit diesem Viertelfinale. Und vielleicht sehen wir ja noch ein paar Tore. Jajic. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Juan Jesus. Guarin. Herrera. Miranda am Ball. Juan Jesus. Guarin. Perisic. Guarin, das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Ein klassischer Treffer per Kopf, den wir uns hier nochmal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Lichtsteiner. Bonucci jetzt. Nur Marchisio. Pogba jetzt. Ball bei Pereira. Und jetzt Alessandro. Jetzt sind sie am Ball. Guarin. Der Verteidiger stört ihn. Ljajic. Einwurf. Juan Jesus. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Santon. Findet den Mitspieler. Chiellini holt den Ball.
Mädel. Da geht er gut dazwischen. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Er schießt, macht ihn, ja, er macht ihn. Er ist heute richtig gut drauf, das war für ihn Tor Nummer 2. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Haben wir nicht vor dem Spiel noch alle gesagt, dass wir hier ein ganz enges Ding erwarten, Buschi? Ja, so ganz kommen. Ne? Da kannst du noch so viel analysieren, kannst Experten befragen. Am Ende, Achtung, ist es die Tagesform. Jajic. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt sollen die Spieler mehr Druck nach vorne entwickeln. Was meinst du dazu, Buschi? Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass sie die richtige Balance finden. Wenn sie jetzt zu sehr auf die Offensive setzen, werden sie hinten anfällig. Ranocchia. Guarin. Ganz schwacher Passversuch. Einwurf. Jetzt wird er hier erlöst, Buschi. Er darf runter. Leider keine so gute Leistung heute. Folgerichtig die Auswechslung. Pogba jetzt. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Perisic. Und Mandzukic. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Der Trainer wird wechseln. Und jetzt die Auswechslung. Da können wir uns ja sein Tor von eben nochmal ansehen. So, wie schön, wenn man sich auf seine exzellente Schusstechnik verlassen kann. Pogba jetzt. Marquisio. Lichtsteiner.
Dybala. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Jubel mit dem Treffer. Und das Tor macht ein Verteidiger. Ja, richtig gesehen, Buschi. Ja, dafür ist er nicht bekannt, ne, Wolf? Also das ist mal klar. Aber sei es drum, sein Team wird es freuen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Nachdem bislang nicht viel zusammenging, ist das Tor jetzt dann doch ein kleiner Lichtblick. Oder geht vielleicht noch mehr, Buschi? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür war die Leistung bisher zu überschaubar. Ah, da muss mehr kommen vom Verteidiger. Mandzukic. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Jetzt Khedira. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Schussversuch. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Und jetzt Khedira. Chiellini jetzt am Ball. Super Flanke. Die Flanke kommt, geht sie auf Mandzukic. Hernandez! Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Chiellini. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff? Sie haben es geschafft. Bis ins Halbfinale, sind fast am Ziel angelangt. Und was sie jetzt brauchen, ist Nervenstärke und Selbstvertrauen. Ja, und Wolf, genau das hat diese Mannschaft. Sie bleiben konzentriert und denken von Spiel zu Spiel. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Mandzukic. Gehalten. Eckball geht's. Tolle Flanke. Icardi. Und Tor. Perisic. Guarin, das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Er schießt. Macht ihn. Ja, er macht ihn. Jubel mit dem Treffer!